Sound muted. Ich glaube, die Akuma ist, glaube ich, nicht da. Aber Foxy. Bin ich? Nee. Oh. Mann, ich glaube, ich muss das Spiel nochmal deinstallieren. Das geht aber gar nicht. Ich werde ja überhaupt keinen Poster mehr. Ist doch alles Pupu. Pupu Stinky. Wer läuft hier vor mir? Irgendwas Braunes? Ups, Entschuldigung, Leute. Ich muss hier runter einmal. Oh Gott, wer kommt denn hinter mir? Nein, ich fahre mich. Wie zum Teufel ist der gerade durch die Tür geswitcht? Was hat jetzt nichts damit zu tun, dass ist ein Bug vom Spiel gewesen? Wie zum Geier, Mann, ist der durch die Tür? Habt ihr das gesehen? Was ist das denn? Das ist ja voll. Oder war der vielleicht schon mit dem. Wow. Sound resumed. Hallo. Hallo. Guten Tag. Wir haben uns hier versammelt. Eine tote Kim. Wo? Passiert. Oben rechts. Oben rechts. Also, ich bin zu Dex hinterher gehuscht in die Decontamination. Und habe zuletzt hab ich Grey gesehen, Fox, dass ihr da wart. Genau, und habe zuletzt Grey Fox oben gesehen. Ich habe dich aber auch gesehen. Also, die Kim ist die an beide mir, standen? Die Kim ist an mir vorbei. Dann, ich sag jetzt einfach mal so, das ist meine Theorie. Ich bin zu dem Dingsbumster Contaminations Raum gelaufen. Irgendwie, das ist jetzt ein Bug. Du warst draußen vor der Tür, ich bin schon drin gewesen, auf einmal warst du plötzlich drin neben mir. Aber das, das kann der Ping gewesen sein. Es kann ein Ping gewesen sein. Aber die Kim ist ja schon tot, weil die war ja oben noch mit mir kurz eine Sekunde und dann war sie tot. Also es kann ja sein, dass du sie gekillt hast und läufst jetzt hinter mir her. Ich kann dir genau sagen, was ich gerade gemacht habe. Ich habe zu Beginn die Navigations gemacht, den Schlüssel gemacht, bin runtergegangen, habe den Bohrer gemacht. Vom Bohrer bin ich zum Thermostat oben bei der Medbay, ist ja auch nochmal eins. Okay. Und bin dann zu dir in den Decontamination gerannt. Hab dann unten. Aber ganz schön viel auf einmal. Hab dann unten Download und die Artefakte gemacht. Welcher aber Spiel der Fabi stand bei mir beim Bohrer. Also welcher Spiel hat ein Pad dabei? Ich hab den kleinen hinter mir her. Achso, okay. Also Benny war bei mir, wir haben zusammen Benzin aufgefüllt. Ja. Ich hab schon beim Baum und mach gerade da. Wir warten jetzt kurz bevor gewählt wurde, ganz unten in dem Decontamination Raum. Also AMD ist mir und Dex entgegengekommen. Es kann genauso gut noch AMD gewesen sein, davon mal. Also AMD war gerade noch oben und da bin ich ans Fernrohr gegangen und da habe ich ihn noch gesehen. Ich wollte eigentlich skippen. Okay. Sound muted. Schwer. Das ist echt schwer gerade. So einfach ist das gerade nicht. So, wo muss ich hin? Ich mache erstmal die eine Quest hier vorne. So, wo jetzt? Jetzt muss ich hier runter. Jetzt gehe ich mal wieder Fabi hinterher. Fabi! Hier ist ganz gefährlich jetzt zu stehen, Dex. Ja. Okay, Rätschen muss ich nicht machen. Was muss ich denn noch machen? Wo ist die Maus? Hallo? Meine Maus ist weg. Hallo, meine Maus! Meine Maus ist nur auf dem anderen Monitor. Ich kann nichts tun! Oh. Wo muss ich denn jetzt rein? Ist das hier drin, ne? Ach, hier ist es, okay. Task complete. Ja, fixt ihr mal Licht oder sowas. Was ist denn jetzt für ein Problem? Ich mach jetzt das nicht. Ich mach jetzt immer hier. Ah, so geht das. Hab ich das schon mal gemacht, die Quest? Die kenne ich gerade gar nicht. Sag mir mal 0. Okay, wir müssen schnell fixen hier. Schnell, bevor es Ärger gibt. Okay. Offiziere. Tu so Offiziere. Komm ich hier rein?
schwer. Was macht Akuma? Akuma sah aber mehr eher so aus, als ob die kontrollieren möchte. Ach, hier schon wieder so Wasserquest. Aha. Bettino, Kara, hallöchen. Cora, nicht Kara. Da hinten. Licht muss gefixt werden. Ich gehe mal zum Lichtquest. Mal gucken. Licht fixen, ja. Licht fixen, yeah. Super lustig, yeah. Fabi und Benny sind oder sowas. Jetzt hätte ich geschlitzt. Hoffentlich habe ich wenigstens noch mal eine Quest. So, fertig. Oh, ich habe Angst, dass es der Benny trotzdem ist. Ich habe trotzdem Angst. Victory! Wer war's? Kümchen und AMD. Ja. Wer? Ich hab Kümchen stand auf einmal hinter mir, als ich die Tür aufgemacht habe. Das war so. Wer war's? Er hat mich nicht gefunden. Ich hab's immer nicht gefunden. Ich musste wieder Kim unter die Erde bringen. Woher wisst ihr das denn, dass die zwei waren? Weil du mich nicht gekillt hast. In der Victory im Banner werden die beiden nicht angezeigt. Weil sie ja nicht gewonnen haben. Ah. Stimmt, hab ich nie drauf geachtet. Das ist ein Game. Was denn? Das war gerade ein Random, der ist hier gerade drin gewesen. Nee, das ist komischerweise. Ich hab das schon mal mitspielen sehen, aber nicht bei uns. Lesk ist doch einer, der bei Hand of Blood immer mitmacht. Ja, genau. Die Codes werden random vergeben. Kann sein, dass er zufällig aussehen mal die falsche Nummer eingegeben hat. Ja. Oder dass die gerade auch über, wie wir das zwischendurch machen, über Amerika gespielt haben und dann er auf EU stand oder so. Ja, das kann auch sein, ja. Deswegen bei uns gelandet ist, das wäre schon ziemlich lustig. Hatte Glück, dass Akuma mich nicht killt, weil die waren mit mir in Communications. Ich bin einmal rechts um den Tisch und sie links um den Tisch rum. Aber interessanterweise, in dieser Runde habe ich super viele Quests hintereinander gehabt und schnell. Stone und Dex wären es vorhin, als ich unten bei Com und Weapons gewesen war. Der Chat war wieder hinter Stone her. Wo kommt Stone her? Was macht Stone da? Stone. Stone stand auf einmal in der Tür bei Com, als ich eingeschlossen worden bin. Wer ist raus? Kim ist gerade abgesoffen. Ja. Kim ist wieder da. Sekunde, ich mach schon. Okay, los, teste. Okay. Come back. Mein Teamspeak ist irgendwie gerade abgestürzt. Wieso hast du sehr geflucht? Teamspeak nackt, nein. Kaputt gefallen. Sound muted. Mann, ey, ich will kein Impostor mehr. Ja. Spiel hasst mich. Oh, habt ihr gesehen, wie viel Quests ich da hinten an der Ecke habe? Oh, lauf, 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 lauf. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Na. Warte, wir machen erstmal dies hier. Wir fußen ganz kurz erstmal den Shit hier. Das dauert ja wieso seine Zeit. So, tschüss. Dann machen wir ganz kurz den Mist. Das, wo ist das Ding hier, das? Ich hasse diese blöden Dinger hier zu suchen, das nicht? Da unten? Naja. Piep. Noch eine Minute habe ich noch nicht. Dann kann ich erstmal die hier machen. Sehr schön. Boah, wie viele Quests habe ich denn in der Ecke jetzt gerade? Wer ist Blesk? Kenne ich nicht. Ach nö, ich bin noch gar nicht so weit. Oder? Oh, ich krieg jedes Mal einen Schock, ey. Ich habe gesehen, wo sie liegt. Bei dem Elektrikraum, da bei der Sicherung da in der Nähe, richtig? Genau, ich bin oben gerade, wird gucken bei den Stabilizer, ob da eine Leiche liegt. Lass doch Greyfox dann zuerst reden, Fabi. Okay, ja, das kommt hin. Ich habe nämlich Akuma auch gesehen. Lass doch Greyfox zuerst reden, Fabi. Sorry, ja. Aber ich habe die Leiche gesehen. Ja, und kannst du danach auch sagen. Ich habe gesehen, wie Kim durch das Fenster getötet worden ist und ich habe Akuma weglaufen sehen. Mal wieder auf frischer Tag. Wie eiskalt einfach alle voten, ohne nachzufragen. Und Akuma, ich weiß nur, dass Baby bei mir war, da stand an dem Bohrer. Ah,
du warst da auch. Ja, du musst auf die Ausrufezeichen außerdem klicken, falls du nicht weißt, wie das geht. Ja. Ich hab eine Weile gebraucht. Sakuma? Ja, hat gerade sein Messer gewetzt. Konnte gerade nicht. Hümchen! Ja, man sollte sich auch anders entmuten. Ich rede die ganze Zeit schon. Ich bin von unten gekommen, von den Wasserrädern, wollte rechts rauslaufen, hab die beiden vorbeilaufen gesehen, hatte Angst vor denen und bin in dem Raum geblieben. Ich bin von aber keine Leiche gekommen, gesehen. Wo wir den Alarm ausschalten mit der Handquest. Hab ich ja. Das gesehen durchs Fenster. Ich kann sagen, dass er mir entgegenkam von oben. Der war nicht in den Raum drin. Ja, Fabi traue ich nicht, es war letztens auch mit Buffy in so einer guten Combo und hat dann einfach reportet, also. Oh, das sind halt Fox und Fabi. Ja. Ich sage, es ist Kümchen, ich weiß nicht, wer sonst war, aber Fox war es nicht. Sound muted. Nicht zu viel hören. Foxy, gute Nacht. Wer ist Flask? Ich kenne keinen Flask. Und wenn ich ihn kennen müsste, sag's mir Bescheid. Oh, mit Fabi zu... Oh. Mach dir mir die Tür auf, mal gucken. Okay. Lauf. Ich könnte meine eine Quest schon mal abdingsen. So, das mache ich mal schnell. Das ist dead. Dann hier rüber. Green. Dieser Spieler ist green. Okay, wird er was machen? Okay, da muss ich auch hin. Okay, das war Benny übrigens gerade gewesen. Hat mir nichts getan, heißt aber nichts. Muss ich da unten hin? Ja, ich muss da unten hin. Stone. Oh, wie oft muss ich durch diese bescheuerten Türen heute? Hallo, Paul Panzer! Käse. Käse. AMD ist hier. Ach Mann, ich muss nachher wieder hier runterrennen. Sound resumed. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Fabi, was können wir für dich tun, Fabi? Ich habe gerade gedrückt, weil ich Angst hatte, hier liegt irgendwo jemand und ich sehe es mal wieder nicht. Mann, ey, mach das nicht! Jetzt muss ich den ganzen scheiß Weg wieder runterrennen. Wo warst du? Sorry. Fabi, es ist keiner tot. Ja, ich habe. Wieso sollte ich drücken, wenn jemand tot ist? Kannst du mir das mal verraten? Also Grey Fox stand neben mir gerade. Hallo Dodo. Ja, mir kam Benny beispielsweise bei Decontamination entgegen. Ich habe gerade oben. Apropos, also derjenige, der das Licht angemacht. Genau, derjenige, der das Licht aus dem ausmacht die ganze Zeit, der ist zu langsam. Der macht immer hinter mir direkt die Tür zu, nicht vor mir. Ja, mir macht es vor der Nase. Selbst schuld. Und Leute, hört auf beim Licht anmachen, das Ding zu, hin und her zu regeln. Die Schalter, das geht auf den Keks. Hä? Das hatte ich vorhin mal, aber das ja, war ein Kümchen, glaube ich. Das war so lustig, alle machen. Das war Kümchen. Ja, ich war auch dabei. Ich wollte hochmachen, die habt ihr runtergemacht. Dann haben wir sie wieder runtergemacht. Ich warte mittlerweile immer. Wir hatten das letztens 5 Leute am Lichtschalter. Das war eine Aufgabe. Das ist Chaos. Ich bin 5 Minuten ja gegangen. Kannst du weggreifen? So kann ich nicht arbeiten. Ich habe eine Katze vorm Bildschirm. Das ist keine Ausrede. Ich vote die Katze. Aber so. Ich vote Katze die Katze. An die Wand. Ja, die ist schuld. Impostor. Check ist schuld. Katzenmörder. Los, André, drück irgendwas. Ich sag, es ist tot. Nee. Wenn er mich jetzt schon wieder beschuldigt hier. Ach, die Toten können sich über Mördern der Katzen aufregen. Sound muted. Store hat nichts gesagt, kein Wort. Hm. Schwer. Ich mache jetzt die Quest hier unten erstmal. Oh, das machen wir schnell. Na? Nein! Sonora, danke für den Host. Danke fürs Followen und. Obust? Ich weiß es nicht. Obust-Abendsuppe? Irgend sowas? Oder ich lese das gerade voll falsch. Aber du kannst mir gerne den Namen mal richtig schreiben. Dann kriege ich es auf die Reihe, was ich da machen, wie ich das vorlesen. Nach dem Namen!
Ich hasse das, wer drückt die ganze Zeit? Ich hab jetzt mal gedrückt, weil das bringt eh nichts. Ihr könnt mich rausworten. Das bringt eh nichts, wenn ich jetzt versuche, noch irgendwas zu machen. Wie willst du das schaffen? Wie willst du das bitte schön schaffen hier alleine? Das bringt gar nichts. Da könnt ihr mich gleich rausworten, dann schafft man eine neue Runde. Also, ich bin jetzt das zweite Mal mit Akuma Imposter gewesen. Das bringt doch da nichts. Da können wir mich gleich rausvoten. Wieso? Was ist denn los, Andi? The Brain ist also schon getötet worden. Akuma. Nur noch Pinkies rumgelaufen. Ich möchte noch anmerken, letztes Mal, als ich noch mitgespielt habe, habe ich es fast alleine geschafft, Andi. Man muss nur wollen. Das geht locker. Greyfox, das ist... Also ich bin die ganze Zeit alleine unterwegs. Ja, aber das fällt auf. Der Benny war auch bei dir. Ich auch alleine. Das fällt dann immer so auf, wenn man dich tötet. Das ist mal die neue Definition für Selfie. Wieso ist der die ganze Zeit... Boah, ich würde so gerne Imposter sein. Mann, ey. Das starten wir lieber schnell aber eine neue Runde. Eben, am Ende ist es Selfie-Port 2.0. Ja, das gibt's denn? Kübchen. Haha. Hat dreht sich mir das Genick um genau mitten in der Quest. Mitten in der Quest. Hey, von draußen sieht es einer und ich sehe, wie sie rausrennen und sie dann die Leiche durchs Kopf. Kurz auf K, wartet 3 Sekunden. Weglaufen. Jo. Nein. Ich dachte auch nur, wo ist der Button? Ja, den siehst du durchs Fenster. Ich verstehe nicht, warum. Du siehst die Leiche durchs Fenster, aber darfst nicht reporten. Ich hing da auch so. Oh, das, erst laufe ich so hoch. Warte mal, da war doch irgendwas. Geh zurück. Da ist eine Leiche. Klick auf den Button. Nichts passiert. Verdammt. Wieso? Ich hab doch auch schon durchs Fenster gewohnt. Das ist interessant. Nee, ich konnte es nicht. Ich hab mir noch gedacht. Du hättest einfach nur in die Tür reinrennen müssen. Übrigens, die Leute, die immer vor den Türen stehen bleiben, man kann per Use die Schalter von den Türen benutzen. Das braucht trotzdem immer ein paar Sekunden. Ja, aber das Beste ist, ich hab mir noch gedacht, hat Akuma da jetzt jemanden getötet oder nicht? Guck ich mal rüber oder nicht? Und ich so, hinter Akuma ging die Tür direkt zu. Das war so, hä? Ja, das war wahrscheinlich ich, aber ich habe gesehen, dass sie von da drüben kamen. Haben wir gedacht, guckst du da jetzt nach, ob da eine Leiche ist? Nee, das fällt doch wieder auf. Hättest du ja zumachen können und dann durch den Vent verschwinden. Ach man, Jack, was machst du da auf meinem Rechner? Wie, du machst meinen Rechner jetzt aus? Dann gibt's aber Ärger hier. Baller so runter. Ja genau, damit ich wieder gekratzt werde. Member left. Hey, Jack. Katzen können sich gut wehren, glaubst du nochmal, Dex? Du bist jetzt hier keine Kamera. Das sitzt gerade auf dem Rechner, weil es so schön warm ist und da kann er gestreichelt werden. Ich esse auch ganz ehrlich keine Schokolade. Nein. Warte mal, ich habe ja auch noch was. Aha. Ich bin dann auch gleich wieder da. Ich muss noch den Teller vom Mittag wegbringen. Ich kann wieder Bilder. Kannst du mal drauf einstellen. Was macht der AMD, der Stone? Malt er sich gerade Kaffee oder sowas in Marokko oder was? Was macht der? Mit so einer Mühle, so ganz langsam. Der Kaffee muss ja behutsam behandelt werden. Der ist vielleicht einen Pop in eine Bahn setzen oder so. Wie bei Schule des Manitou, wo die so mega quietscht. Oh, aber also, du hättest es doch versuchen können. Ach, lass ihn doch, wenn er gerade Lust hat alleine. Auf der? Ich bin die ganze Zeit alleine rumgelaufen, jetzt mich sowas von weg machen. Mich auch, ich bin auch die ganze Zeit alleine. Ich habe das einmal gehabt mit Fabi, wo ich dann noch gewonnen habe, glaube ich. Aber kein Alibi gehabt, nichts. Aber ich stand sogar eben neben dir die ganze Zeit bei der Quest. Ja, ich weiß, aber der Benny war auch oben und wenn du plötzlich tot bist. Hau einfach rein, Messer raus und dann klitsch ich. Ja. Also anstatt sich selber rauszuvoten, würde ich erstmal vorher 2-3 mitnehmen. Mitten in der Cafeteria und dann Kaffee trinken. Benny? Ja genau, ich trinke doch den Kaffee nicht. Er hätte genau das machen können, was ich sonst auch immer mache, ne? Ja. Ihn killen, dich beschuldigen. Das klappt doch bei mir nie. Doch, wenn weiter. Doch, AMD, du kannst das selber bezeugen. Wenn ihr das nicht versucht, dann klappt das auch nicht. Ja, aber jetzt haben wir schneller eine neue Runde. Ich weiß. Sound muted. Mann, ey. Ja, ich muss aber jetzt erstmal, ich darf die noch nicht killen. Nein, das mache ich nicht. So, bla bla bla. So, erst was gefunden.
Alles noch ganz cool. Alles noch ganz cool. Welche Quest muss ich noch machen hier vorne? Sound resumed. Also es tut mir leid, wen auch immer ich hier bei den Tats gestört habe, aber es liegt eine tote Akuma in der Nähe von Communications. Okay. Okay, keine Ahnung. Mal eine kurze Frage. Es waren gerade so viele Leute beim Lichtschalter. Wer war denn nicht beim Lichtschalter? Weil ich war mit Dexter hin unterwegs. Du hast Angst gehabt, kann das sein? Ich war unten beim Boilerraum. Das sah so ganz komisch aus. Zuletzt war ich mit Dex und Rafa oben in Medbay. Und ich stand oben auf dem Scanner, als Rafa um die Ecke geguckt hat. Also, ich habe uns dort am Anfang die Benzinquest gemacht. Und ich weiß, dass ich glaube, dann sind wir zum Licht gegangen. Gravy, der ist in Decontamination gewesen. Ich bleibe immer die ganze Zeit mit der Maus an den Ecken hängen. Und dann muss ich mich immer jedes Mal so ganz zappeln bewegen. Deswegen warte ich immer einen Moment auf dich. Das hatte ich eben auch. Wenn du auf eine Karte guckst und dann oben in Medbay hast du... Moment, Gravy oder Gray Fox? Also ich war nicht in Decontamination. Ich war in Decontamination. Oder Gravy? Einer von euch beiden. Ja, dann war ich was nicht. Einer von euch beiden ist oben lang. Es geht unten rechts. Ich habe keine Ahnung. Ich skippe auch. Aber mal wieder Akuma als erstes erwischt worden. Ja, ich hätte Dex als erstes umgebracht, wenn ich es gewesen wäre. Ich kann Benny in Schutz nehmen, der hat mit mir die Benzinquest gemacht. Genau, ja. Also als das Licht aus war, wie wir standen, beide nebeneinander Licht aus, er hat mich easy. Keiner jetzt mitbekommen. Duck Neckbreaker. Dann das genauso. Genau. Dann seid ihr es beide bestimmt wieder. Wenn ihr wieder so beschuldigt. Ja. Nee, dann ist es Fabi. Irgendjemand muss noch warten. Ich stand auf. Rafa hat gesehen, dass die ganze Zeit da oben auf dem Scanner stand. War geistig irgendwie abwesend gerade. Direkt muten. Ich habe keine Zeit gehabt. Das konnte ich gerade nicht. Ich war in so einem Raum, das war zu viel los. Muss ich warten. So. Jetzt machen wir erstmal die doofe Quest der Karte. Oh. So. Alle Karte machen. Alle machen Karte. Schwer. Es ist echt schwer, gerade irgendjemanden zu killen. Außer der Einzige, der bei mir vorbeiläuft, ist ausgerechnet der Grave. So. Der Grave macht auch den Scheiß da hinten. Okay, ich laufe und ich laufe mal. So, mal gucken. Vielleicht kommt mir jemand entgegen. Mal gucken. Gucken wir. Es ist echt gerade schwer. Sound resume. So. Warum müsst ihr das immer machen die ganze Zeit? Ich weiß wieder, findet doch mal irgendwas oder so. Admin. Die heißen Emergency Buttons, ne? Ja, ich war bei Stone beim Admin, war dann in diesem komischen Tisch, wo man sehen kann, ob jemand stirbt, und hab dann nur gesehen, wie gerade Raffi von lebend auf tot gegangen ist. Ich weiß aber nicht, wo genau sie ist. Aber das wollte ich mal melden. Ja, ist gut. Das ist eine Emergency, gebe ich ihm recht. Okay. Das machen, wir ja nicht anders. Das ist das erste Mal, dass der Button vernünftig genutzt wird. Nein, ja, also heute vielleicht, ich immer, ja. Wenn du die Quest gerade machst, das, und dann nur diese lange Strecke immer rennen. Heute vielleicht, aber vorhin der Button gesagt, war ja auch sinnvoll. Aber wenigstens war das jetzt das einzige Mal, Stone, wo es wirklich mal interessant war. Hier noch sozusagen da in dem Meetingraum. Und wir waren hier am Quest machen, Stone wahrscheinlich auch. Und dann bin ich an den Tisch gegangen und dann habe ich gesehen, wie Raffi umgebracht wurde. Ich muss tatsächlich sagen, ich kann Kim entlasten, die ist nämlich unten an der Antenne gewesen. Ja, ich war zu blöd für die Quest. Ja, kenne ich. Das Labyrinth ist ätzend, wenn du einmal versehentlich loslässt, darfst du von vorne anfangen. Ist dumm, wo warst du gerade? Handy. Ich bin gerade an Quavy vorbei, der oben diesen Stern, den uns gemacht hat, und das bin Teleskop, oben. Teleskop, ja. Ich habe mir diesen blöden Meteoriten warte, wo hast du die Meteoriten gemacht? Ja, bei dem Teleskop, da muss man doch den Meteoriten finden. Oder den Planeten. Ah, okay. Nee, da, und dann bin ich rechts in diesem komischen Vakuumraum, wollte gerade Stromkabel machen, da hat der Butterknopf gedrückt. Ja, das passt auch. Foxy, wo warst du gerade? Ich war gerade unten an den Tannenbaum bei der U2-Anlage da, vor der Tür, also, der. Fox, Gray Fox war beim unten am Mülleimer gerade. Das kann ich bestätigen. Oh, Fabi? Kim? Kim wäre einfach total random. Ich hab Kim gewortet. Oh. Einfach mal so. Gute Idee. Wer ich? Wo war Kim? Keine Ahnung. Ich hab doch gesagt, Kim war unten. Sound muted.
Wir machen mal die Quest. Mach die Quest mit mir. Okay. Wer war da? Okay. Kim und AMD. Okay, es ist schwer. Es ist immer, man muss natürlich gucken, das ist gerade ein bisschen kompliziert hier, das Ganze. Wir sind alle auf einem Haufen. Okay. AMD läuft an mir vorbei. Der Foxy steht noch hier. Die haben mich aber da gesehen. Schwer. Ich muss einen bei frischer Tat abtappen. Das ist doof. Oh. Ich werde langsam irre mit den Quests. Jedes Mal mit einer Quest. Wo hast du sie gefunden? Gleichen Ort, wo ich vorhin die meine Quest machen wollte. Aber das heißt, ich habe die gerade fertig gemacht. Sekunde, ich habe gerade fertig gemacht. Oben rechts beim Teleskop, links der kleine Raum, wo du durchgehen kannst. Welche und die Rakete drin steht oder was? Nein, rechts daneben. Er meint den Raum. Warum nicht einen Schalter umlegen? Direkt neben dem Teleskop. Welche Task hast du gemacht? Stromgrad rechts in diesen, da wo ich vorhin gesagt habe, und dann links daneben. Dann bin ich raus und hab gemessen, also unterwegs. Du bist hochgegangen und da ist Strom an der Ecke. Nein, warte. Okay. Gehst an den Bohrer vorbei. Da war Kim, hat eine Quest gemacht, bin an ihr vorbeigegangen, war sie lebend. Bin ich diesen Raum reingegangen, wo man die zwei Türen, wo du hier desinfiziert wirst, hab Strom gemacht. Contamination. Ich jetzt erst, dass Kim ist tot. Das ja, der hat sich doch gerade reported. Ja, ich hab das gar nicht mitbekommen. Ich wollte gerade fragen, wo ist Kim jetzt eigentlich hin? Ja, dann bin ich links raus, direkt links neben der Tür ist nochmal so ein Stromkabel, den habe ich gemacht, bin dann links oben raus, wollte unten links hin, weil meine letzten Quests sind, und da habe ich Kim auf dem Weg gefunden. Also. Das heißt, du hast sie in dem Raum auf dem Flur oder in dem Raum da drüber gefunden? Da drüber. Das an heißt, so einem Questing. Da, wo die Kippschalter und die Thermostat ist. Kann sein. Ich merke mir das nicht alles. Also AMD und Greyfox laufen die ganze Zeit Händchen haltend über die Karte. Ja, und das Gruppe auch gerade. Ich überlege gerade, ich war kurze Zeit. Aber Benni, Fabi, du häufig. Ich hab auch, wo warst du denn? Ich war gerade in links. 10 Sekunden. Komm. Und AMD kam gerade rein. Ja. Muss aber links daneben was machen. Ja. Du bist wieder rausgerannt direkt, habe ich gesehen durchs Fenster. Benni, warum hast du Kim gerade eben gewählt? Nur mal so als Frage. Einfach so, hab ich doch gesagt. Benny safe, ich will erst mit mir safe. Die Vote. Sound muted. Ich will gar nichts mehr hören. Alles Lügen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist gerade richtig schwer. Die laufen alle, wie die Bescheuerten alle zusammen. Das ist voll anstrengend. Und erst recht, der AMD und der Grey Fox, die laufen voll die ganze Zeit zusammen. Das nervt. Ah. So, jetzt mach ich das mal hier. Ich muss gucken, ob ich jemanden sehen kann. Verdammt. Ich hab sowieso jetzt noch einen Cooldown. Können wir ein bisschen. Schwer. Huch, nicht gut. Wir machen mal die Wasserquest. Das war gerade ein bisschen blöd. Ich wollte den Stone killen und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hab seinen Körper, seine Spielfigur nicht gesehen, weil der braun war. Ey, Fabi, du warst die ganze Zeit gerade oben rechts im Matchplay zum Ende. Nee, ich war oben bin durch Matchplay durch und bin in den Dings gerannt, in den Decontamination. Du bist da oben noch rumgelaufen. Grey Fox ist mit mir rumgerannt, ja? Grey Fox kam mir entgegen, tatsächlich. Als ich gerade runtergerannt bin, kam mir...
Mir kam, kam Gravy entgegen, als ich runtergerannt bin. Also, das war erst, nachdem die Schleuse wieder zu war. Wisst ihr, dass ich beinahe einen Schreikampf bekommen habe gerade? Wieso? Weil Dex killt mich, während ich Simon Says mache. Das kriegst du schnell zurück, Dex. Was ist denn los mit der Lobby? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Name, dass die Dings bekannt ist. Ich dachte, Simon Says ist nicht abgeschlossen, weil dann irgendjemand in dem Moment den Report-Button drückt und ich drücke gerade den letzten Knopf. Hätte das nicht geklappt, hätte ich als nächstes denjenigen, der den Report-Button gekillt. Gravy, was war dein Problem gewesen? Ich hatte die ganze Zeit Cooldown. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war mega Grüppchenhaltung die ganze Zeit. Ja. Ich kam zu gar nichts. Ich bin die ganze Zeit solo gelaufen. Ich auch. Ich bin auch solo gelaufen. Der IMD war immer in der Nähe. Und am Schluss habe ich gerade mit Gravy zusammen gegroupt. Ich komme in den Baum, in diesen Baumraum rein. Ich habe dich nicht gesehen. Du warst braun und der Stamm ist braun. Ich denke so, oh, da ist ja keiner. Auf einmal bewegt der Baum sich. Ich so, oh, scheiße, da ist der Stone. Und dann bin ich dir hinterhergelaufen, hab dich weggeschnetzelt. Ich hab dich nicht gesehen, ich hab mich voll erschrocken. Wie viel hätten wir jetzt noch töten müssen? Einen, oder? Nee. Weil? Mindestens zwei, glaube ich. Das meine ich mit, wenn die alle in Grüppchen rumrennen, das ist super schwer. Das war keine Grüppchenbildung, aber es war sehr schwer, weil die hatten alle die Quests in der Ecke und dann bin ich dann auf die andere Seite gelaufen, da liefen sie auch alle in so einer Gruppe rum. Küppchen ich dachte, ist schwarz. Wen soll ich denn hier meucheln? Dex, wir haben aber auch viel zu wenig Sabotagen gemacht. Wir haben glaube ich zweimal gemacht oder dreimal. Ich krieg das auch ohne Sabotage nochmal hin, ganz gut. Ja, aber es wird halt schon nochmal alles auflockern. Die Sabotage oben im Norden, allgemein direkt große Sabotage, nicht direkt nach dem Emergency, weil dann hast du immer noch Cooldown. Das ist ja so wenderisch oder nicht? Ja, es kommt drauf an, wenn also man kann es klug spielen, wenn Verdacht auf dich ist, dann musst du das machen, damit ja, klar. Keine Emergency drücken können. Auf diese Emergency einfach so zu drücken. Wer auch immer da bei meinem Emergency Meeting eine Quest hat, das tut mir leid, aber ich habe es halt auf dem Monitor, wie gesagt, gesehen und Let's go. Ist ja auch okay, wenn das ist, darf man sie auch nur drücken. Ja, das ist okay. Ich finde übrigens die Schneemänner unten bei Sound muted.